Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute gibt es mal wieder was zum Thema Nextcloud bzw. zu einer App, die App Appointments, Termine auf Deutsch, wie man diese nutzt, nur in einem ganz kurzen Rundumschlag und natürlich, wie man diese in die eigene Webseite einbindet. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst auch ein Like und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann abonniert doch meinen Channel und nutzt das Glöckchen. Ich würde mich sehr freuen. Eine kurze Erklärung zu der App Appointments, also Termine. Diese App, die kann man sehr gut nutzen, um die Terminvergabe zu organisieren, indem man im Prinzip zu bestimmten Zeiten und Tagen Termine festlegt, diese per Link an einen potenziellen Interessenten verschicken kann, beziehungsweise in die Website einbindet, was wir ja heute dann noch tun, und dieser sich dann einen dieser Termine aussuchen kann. Natürlich kann man das dann auch nutzen, damit mehrere sich jeweils den gewünschten Termin aussuchen. Die Termine, die gebucht sind, die verschwinden dann automatisch aus der Auswahl. Obwohl es schon einige Videos gibt im Internet, mit denen man, wo gezeigt wird, wie man diese App nutzt, zeige ich das jetzt trotzdem nochmal, um das jetzt ein bisschen zu komplettieren. Und da gehe ich jetzt einfach mal in meine Nextcloud, die ich dafür jetzt ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe hier im Prinzip schon neben dem persönlichen Kalender für mich, habe ich hier einen extra Kalender Terminvergabe angelegt, um das hier darzustellen. So, natürlich müssen wir die App erstmal installieren. Also die ist nicht standardmäßig vorinstalliert. Und dann suchen wir hier oben einfach mal App und da haben wir sie schon. Runterladen und aktivieren. Passwort bestätigt und dann sehen wir, dass hier neben dem Kalender die App Termine erschienen ist. Also ist ein bisschen irreführend, diese beiden Sachen jetzt von der Bezeichnung oder von, na, weil man könnte das ja jetzt ein bisschen verwirrend finden. Okay, wir gehen einfach mal jetzt hier drauf. Also ich will noch mal zeigen, ich habe jetzt aktuell in meinem Kalender nichts drin für diesen Monat. Gehe ich hier auf die Termine und jetzt können wir das schon mal anfangen. Also das heißt, wir sehen ja hier erstmal so ein Formular. Das ist jetzt diese öffentliche Vorschau, die wir sehen würden. Und dann kann man ja erstmal mit der Konfiguration beginnen. Das heißt, wir tun jetzt mal ein Zeitfenster. Wir müssen einen Kalender auswählen, in den die Termine dann auch eingetragen werden. Das heißt, in dem jetzt den Kalender Terminvergabe, den wir gemacht haben. Hier könnte man jetzt noch auf Konflikte prüfen in den eigenen Kalender oder auf andere Kalender. Also wenn jetzt mehrere Kalender, könnte man jetzt auf Konflikte prüfen. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, ist leer. Und wir wollen eine, hier kann man eine wöchentliche Vorlage erstellen. Das heißt, es würde jede Woche immer das Gleiche sein. Das wollen wir nicht. Wir wollen das jetzt in einer einfachen Form haben. Ach, jetzt müssen wir es nochmal auswählen. Also das heißt, wir nehmen jetzt die Form einfach. Diese Erklärungen, was das hier ist, also da gibt es hunderte von Videos, die das auch schon erklären, will ich jetzt nicht. Ich mache jetzt die Form einfach und wir nehmen den Hauptkalender Terminvergabe. Und wir wollen für gebuchte Termine, könnten wir jetzt Personal nehmen oder wir nehmen auch denselben Kalender. So, dann gibt es hier noch erweiterte Einstellungen. Das heißt, ob man eine Vorlaufzeit braucht. Also das sind dann sozusagen die Abstände. Ich würde jetzt mal auf 30 Minuten machen. Hier braucht man jetzt braucht man jetzt erstmal nichts einzustellen und machen hier auf Anwenden. So, das sind jetzt erstmal die grundsätzlichen Einstellungen und jetzt gehen wir mal hier und machen, also zum Beispiel in meinem Fall wäre das jetzt Support oder Remote Support. So, dann habe ich meine E-Mail test1@mascot.de. So, der Ort ist remote. Und buche einen Termin.
Da könnte man ja noch machen. Genau, also buche deinen Remote Termin und Telefon 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Reicht ja. Und da sehen wir, hat sich jetzt hier der sozusagen das Formular schon verändert. So, jetzt haben wir natürlich noch keine Termine. Zu diesen Einstellungen kommen wir dann gleich noch. Die sind dann für die Einbindung ein bisschen wichtiger. Jetzt aktuell noch nicht. E-Mail-Einstellungen könnte man jetzt noch machen. Also zum Beispiel, dass der nach Bestätigung der Buchende eine E-Mail bekommt mit einer ICS, die er sich dann in seinen Kalender sozusagen den Termin gleich eintragen lassen kann. So, und sende eine E-Mail an mich, wenn bestätigt. Das heißt, sobald eine bestätigt ist und sobald eine abgesagt ist, will ich eine Benachrichtigung haben. So, hier könnte man noch sagen, den E-Mail-Validierungsschritt überspringen. Das heißt, der Eintragende bekommt erstmal eine E-Mail, wenn er einen Termin buchen möchte. Und diese muss er dann nochmal bestätigen, damit der Termin wirklich gebucht ist. Das kann man überspringen. Also kann sein, dass es manche nervt, aber bei uns rufen zum Beispiel viele Leute an, die wir nicht so direkt kennen. Und da will ich erstmal die Bestätigung haben, damit ich zumindest erstmal eine E-Mail-Adresse validiert habe. So, dann kann man hier noch ein paar Texte reinschreiben, aber wie gesagt, das gibt es alles in anderen Apps so anwenden. So, jetzt gehen wir mal in die Zeitfenster. Und jetzt muss ich das ja schon wieder hier einstellen. Terminvergabe, Terminvergabe anwenden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich erst nicht auf Anwenden gedrückt hatte. So, auf jeden Fall haben wir jetzt das ordentlich konfiguriert und jetzt können wir hier oben auch Terminslots hinzufügen. Das heißt, hier gehen wir jetzt mal auf Plus. Jetzt kann man die Woche auswählen. Wir haben ja hier den 12. jetzt aktuell. Das heißt, ich mache das jetzt mal für die nächste Woche. Termindauer, also das heißt, die Termine, in welcher Länge die standardmäßig angelegt werden. Bei mir sind 30 Minuten eher wenig, aber wir lassen das jetzt mal. Und drücken mal auf Start. Jetzt kommen wir auf so eine Kalenderansicht. Ist meistens erstmal ein bisschen irritierend, weil man würde jetzt sagen, hier oben Kalender hinzufügen. Und dann schreit er einen mit einer Fehlermeldung an, dass man ja in das Zeitslot erstmal erstellen sollte. So, das macht man hier über diese Punkte hier oben jeweils an den Tagen. Das heißt, hier gehen wir drauf und sagen hier zum Beispiel, für Montag wollen wir 4 haben und da trägt er mal 4 ein. So, die kann man hier natürlich noch entsprechend sich jetzt verschieben, wie man es möchte. So, und da kann man hier den Folgetag machen. Das heißt, hier gibt es nur 2 Termine. Oh, jetzt habe ich die 8 genommen. Lassen wir mal und sagen hier 2 mit Enter. Dann haben wir hier nochmal 2. Okay, so, und jetzt müssen wir natürlich hier oben auf Kalender hinzufügen drücken. Jetzt wurden die dem Kalender hinzugefügt. Und was wir sehen, sehen wir nicht. Genau, also dann müssen wir hier auf Teilen gehen natürlich, damit das hier oben an, also ich will es nochmal zeigen, so ein bisschen irreführend, weil hier das Häkchen dran ist, obwohl der jetzt nicht online geteilt ist. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf Online teilen und dann ist das Formular aktiv. Oder ich mache es nochmal zurück, ich zeige das Problem. Das heißt, wir kopieren die Verknüpfung. So, schließen das mal. Dann machen wir mal ein neues Browserfenster auf und fügen das hier ein. Und da sehen wir, wir haben jetzt hier keinen Termin aktuell. Das heißt, wir müssen hier oben erstmal auf Online teilen gehen. Und dann können wir
Das refreshen und dann haben wir hier die Termine, die wir hier vergeben haben. Also je nachdem, was hier noch verfügbar ist. Das heißt, wir nehmen jetzt mal von dem, nehmen hier die 12:05, sagen jetzt Testkunde und dann hatten wir test2@askut.de und dabei. So, jetzt buchen. So, jetzt ist im Prinzip an die test2@passcode.de eine Mail verschickt worden und wenn wir Schwein haben, funktioniert das sogar hier. Wir gehen mal rein, haben hier die Test 2 und wahrscheinlich funktioniert der Mailversand an die Domain nicht. Okay, das war mein Fehler. Eben, ich habe das mal kurz nachgeholt. Ich habe die E-Mail-Versandkonfiguration in der Nextcloud noch nicht abgeschlossen. Das habe ich jetzt mal ganz kurz nachgeholt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz in den Kalender rein. Und da sehen wir zum Beispiel hier, dass im Prinzip der Eintrag schon sich farblich verändert hat und hier vorne so ein Symbol bekommen hat. Das heißt, dieses Symbol heißt so viel, der Termin ist noch nicht bestätigt. So, wir gucken uns mal in der Nextcloud den Kalender an, wie der hier aussieht. So, da sehen wir im Prinzip das gleiche in grün mit dem Symbol, also nicht bestätigt. Da ich die Mail jetzt nicht bekommen habe, müssen wir das jetzt mal noch mal neu machen. Da will ich gleich noch mal auf ein Problem aufmerksam machen. Und zwar, wenn man diesen Link hier kopiert und den verschickt. Es ist über diesen Link nicht möglich, noch mal ein zweites Mal sozusagen einen Eintrag in den Kalender zu machen. Das heißt, man müsste dann nochmal neu kopieren, dann ändert sich hier so ein bisschen hinten die ganze Geschichte und hat dann wieder eine neue Möglichkeit, was einzutragen. So, das heißt, ansonsten kommt, Link ist abgelaufen. Ich mache ein neues Imprivat-Fenster, füge das jetzt ein und wollen einen neuen Termin haben. Das heißt, hier sehen wir, dass der zweite Termin jetzt nicht mehr drin ist, den wir eben gerade, also der ist jetzt blockiert, außer wir würden den jetzt absagen. Aber tun wir uns jetzt nicht beschäftigen. Wir gehen jetzt mal hier, nehmen den 8 Uhr und sagen Test Kunde 2 und hat dieselbe E-Mail-Adresse natürlich. Und auch irgendetwas und buchen den Termin. So, jetzt sehen wir, der Kunde Test 2 hat im Prinzip eine E-Mail bekommen in dem Kalender. Also das ist jetzt mein Supporter-Kalender. Das heißt, sehe ich hier, da hat jemand einen Termin angefragt. Jetzt gehen wir mal in den E-Mail-Account. Test 2 ist jetzt der Kunde sozusagen. Haben wir jetzt hier die Mail und sagen hier bestätigen. So, da haben wir hier als Testkunde bekommen eine E-Mail. Wo das jetzt bestätigt ist. Und dann sehen wir hier im Anhang haben wir im Prinzip den Termineintrag. Das heißt, wenn ich den jetzt öffne, doch mit Outlook würde ich den jetzt mal öffnen. So, da hat er den geöffnet, haben wir den Beginn, das Ende und haben hier im Prinzip auch noch die meine Telefonnummer drin, also die wir dort in den Grundkonfigurationen gemacht haben. Und hier könnte ich jetzt auf Zusagen gehen und damit ist der Termin nochmal bestätigt, ist aber Quatsch, weil wir den natürlich schon bestätigt haben. So, jetzt gehen wir mal in den Kalender und da sehen wir, jetzt haben wir hier ein grünes Häkchen dran an dem Kalender, beziehungsweise wir gehen in die Nextcloud in unseren Kalender. Und haben hier unsere gebuchte Bestätigung.
Gut, jetzt sind wir das Prozedere durchgegangen, das genauer im Detail, was man da alles sonst noch so einstellen kann und so. Wie gesagt, es gibt andere Videos oder ich mache halt nochmal ein Video, wenn es gewünscht ist, um auf spezielle Sachen einzugehen. Da das Video jetzt doch schon ein bisschen länger geworden ist, lagere ich den zweiten Teil in ein zweites Video aus, was ich dann hier gleich verlinken werde. Und ich hoffe, ich sehe euch dann dort. Bis dann erstmal. Tschüss.